Letzten angeschriebenen Redner ist denn Herr Marc Baum. Herr Baum. Herr Präsident, das Gesetz, das wir heute diskutieren, hat für eigentlich zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist die, dass sie sich erreicht an Diskussion rund um die Reform vom Rettungswesen, wo manchmal die Stoßrichtung zumindest von ganz vielen Leuten gedroht wird, nämlich eine Professionalisierung von der Rettungsdienste an ein mehr effikas Erbicht von der Rettungsdienste. Das ist die eine Dimension, und die zweite Dimension ist aber ein fiskalpolitisch. Das heißt, das ist ein Element von der Veränderung von der Steuerlandschaft zu Lützeburg. Wir mengen auch, dass die Rettungsdienste ein Service Public sind und dass wir darüber schon gesucht gehen. Und dafür sollen sie auch ganz aus dem Staatsbudget bezahlt gehen. Auch da wenigstens, weil das Staatsbudget einen umverdehlenden Charakter hat, weil sich auch zusammensetzt aus Benefizien von Betrieben, aus progressiven Steuern. Wir mengen, dass das ganz wichtig ist, dass die Rettungsdienste so sollen finanziert gehen. Das, was wir hier viel leihen haben, ist eine indirekte Steuer. Das ist eine Steuer, finalement, Umsatz von Assurancen auf Autoen. Es hat nicht direkt Reperkussionen, indirekt Steuern, auf den Endkonsument, auf den Assuré, aber es lebt aber finalement darüber raus. Auch wenn vielleicht nicht die 3% integral auf den Assuré aufgewälzt gehen, so aber immerhin ein Deal davon. Aber wenn den, Herr Hagen, für die Drucke so tut, dass die nicht froh wie wann die Ideologien aufgewälzt gehen, dann müssen die so, und dann, als vielleicht das Instrument, was die gewählt wird, von der indirekten Steuer, das falsche Instrument. Ich weiß aber wirklich nicht, was das mit dem Index zu tun hat. Herr Präsident, fängt an, eine andere Dimension zu kriegen. Mit das egal, ich bin noch nicht fertig. Die ganze Geschichte, Herr Cox wird insistiert darüber, ob die indirekte Steuer auch ein Element von, ich nenne mal, Utilisateur Payer wird. Polleur Payer, als gerade am Bereich vom Rettungswesen, also wenn darum geht, dass Leute ob essentiell Hilfe angewiesen sind, an du von Polleur zu schwätzen, als manchmal wirklich ganz gefährlich. Utilisateur Payer, auch die Gedanken, als am Kontext, wenn ihr nicht zusammensetzt mit dem Service Public, nicht die richtige Weh, mengen wir. Wir mengen noch, dass den Utilisateur-Payer-Prinzip am Service, am Bereich von der Rettungsdienste gut nicht seriös kann appliziert gehen, weil daran enorm Kontradiktionen leihen. Es gibt eine andere Möglichkeit gehen, wenn ich schon wählt, Steuern aufheuern, weil das heißt auch schon die Aufheuerung von einer Spezialsteuer. Herr Präsident, am Punkto Direktsteuern muss ich schon sagen, Assurancen bezahle ich auch Direktsteuern, nämlich die Körperschaftssteuer. Die wird von Assurancen bezahlt. Die hat die Regierung aber will es raufzusetzen, sukzessiv von 21 auf 19, dann noch auf 18%. Das ist der Widerspruch an den, die Direktsteuer hat zumindest den Vorteil, dass sie auf Benefizien erhöht wird, an dem Staatsbudget gibt zukommen. Dafür, wenn es von der Regierung Meinung ist oder der Wille gibt, für Rettungsdienste mit mehr großen finanziellen Mäuern auszustatten, dann nur mehr einfach den Trio, Herr Gramenia, setzt den Tor von der IRC nicht drauf, da behält er mehr Suen, und er könnte auch Rettungsdienste mit denen Suen ausstatten, die Rettungsdienste brauchen, für effektiv zu funktionieren. Merci.